Mit diesen 10 Gewohnheiten habe ich 10% Körperfett erreicht. Hallo Leute, ich sah mal so aus. Aber ich sah auch mal so aus. Aktuell sehe ich irgendwie dazwischen aus. Aber ich will wieder so aussehen. Und mit welchen Gewohnheiten ich das schaffe, erkläre ich euch hier. Stabil. Ah ja, tu mir einen Gefallen. Abonnier diesen Kanal, damit ich dieses Jahr noch die 3 Millionen Abonnenten schaffe. Reden wir nicht lange um heißen Brei herum. Fangen wir doch direkt einfach an mit den 10 Dingen. Gewichtsdokumentation. Wiegt euch unbedingt jeden Tag und berechnet den Wochendurchschnitt davon. Ich persönlich muss wirklich sicherstellen, dass ich jede Woche 1 Kilogramm bzw. 1% meines Körpergewichts abnehme. Sollte sich von Woche zu Woche nichts auf der Waage ändern, erhöhe ich das Kaloriendefizit. Ja, ja, das wohl größte Unwort der ganzen Fitnessindustrie, Ernährungsindustrie, was auch immer. Aber ihr kommt nicht drum herum. Euer Körper ist ein Auto und hat literweise Benzin in Form von Fett oder Muskeln in Kanistern auf der Rückbank. Ist euer Tank leer, verwendet ihr diese Kanister und verbrennt im besten Fall Körperfett. Warum im besten Fall? Weil im besten Fall verbrennt ihr halt nur Körperfett und keine Muskeln. Dank des Krafttrainings. Um sicherzustellen, dass ihr nur Fett verbrennt und keine hart erarbeitete Muskelmasse, trainiert ihr euch halt einfach den ab. Eure Muskeln sind euer Motor und verwendet ihr nicht die vollen PS auf der Autobahn, wird der Motor kleiner. Was ist das für ein Kombi? Also verbrennt nicht Körperfett und Muskeln gleichzeitig. Use it or lose it. Dann wird der C63 auch mal ruhig mal zum Fiat Panda. Ablenkung vom Essen. Irgendwann nach ein paar Wochen Diät wird der Appetit einfach zum Hunger und euer Körper sagt mir, alle, gib mal ein Reiskorn mehr einfach. Aber ihr habt ein Ziel und ihr wollt es erreichen. Ablenkung vom Sport habt ihr, wenn ihr länger schlaft, beim Sport seid, durch räumliche Abtrennung. Seid einfach nicht im gleichen Raum wie euer Kühlschrank. Natürlich denkt ihr ans Essen, wenn euer Kühlschrank da einfach so vor sich hin brummt. 10.000 Schritte. Ja, ich weiß, es nervt, 10.000 Schritte zu gehen, aber unterschätzt die verbrannten Kalorien nicht von 10.000 Schritten, das ist da echt viel. Deswegen kam es auch schon mal vor, dass ich einfach als Minijob-Style, statt irgendwie 3 Stunden zu spazieren, in einem Paketwarenhaus gearbeitet habe, in irgendeinem Lager und Pakete bis zu 30 Kilo vom Fließband in irgendeinen anderen Container transportiert habe mit anderen. Da habe ich halt wirklich meine Aktivität reinbekommen. Und dazu nebenbei ein bisschen Geld verdient. Und Polnisch gelernt. Kur. Oder Pi. Geht lieber spazieren, man kriegt da eher einen Dachschaden von. Disziplin. Stay fucking hard! Keiner hat gesagt, es wird leicht. Aber verliert die Lebensfreude dabei nicht. Auch ich esse, worauf ich Bock habe, aber kontrolliert. Seid aber nicht dieser Freak, der in Tupperdosen dann plötzlich Hühnchen mit Reis! Bleibt entspannt. Apropos, bleib entspannt. Supplements. Kann man, muss man nicht. Ich nehme meistens Kreatin, Multivitamintabletten und Ashwagandha. Punkt Nummer 8. Frühstück weglassen. Die einen nennen es Intermittent Fasting, die anderen, ich bekomme morgens einfach nichts runter. Aber ich nenne es, wenn ich morgens nichts esse, kann ich abends mehr essen und mit einem wohligen, vollen Bauch ins Bett gehen. Um dann morgens wieder aufzuwachen mit Hunger, den ich dann womit bekämpfe? Ganz genau. Koffein. Koffein ist der absolute Hungerunterdrücker schlechthin. Ich glaube mittlerweile, dass ich ein kleines Problem entwickelt habe. Aber Koffein bzw. Kaffee ist nur einer meiner vielen Lebensmitteltricks. Welche Lebensmittel das aber genau sind, werde ich in einem nächsten Video erklären. Abonnier mich doch mal, wenn du das Video sehen willst. Abonnieren, kommentieren und euren Crush markieren. Viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Peace. Und die Kamera mal aus jetzt hier.